Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Taste Test. Heute habe ich mal wieder einen Klassiker mitgebracht und zwar die originalen Werthers Karamell Edition. Die habe ich bestimmt schon 5-6 Jahre nicht mehr gegessen und ich bin gespannt, ob die immer noch so cool schmecken wie damals. Fun Fact, mein Mathe- und Physiklehrer, der hatte uns die mal gegeben. Eigentlich kurz vor Sommerferien und es war mega cool. Durch den habe ich die erst kennengelernt. Und seitdem habe ich die eigentlich auch lieben gelernt. Aber irgendwann habe ich die so oft gegessen, dass ich es komplett sein lassen habe. Aber jetzt, nach so vielen Jahren, habe ich mir gedacht, komm, Girl, es wird Zeit. Du musst die Werthers mal wieder essen. Mal gucken, wie sie schmecken. Also gibt es ja auch mehrere Varianten von, das ist die Karamellversion. Es gab da auch noch eine komplett karamellisierte Version von. Da war dann nicht mal mehr Schokolade. Aber nur Karamell, aber die hatten sie leider nicht. Das war immer mein Favorite. Vielleicht finde ich die irgendwann und dann gibt es nochmal einen Taste-Test. Mal schauen. So, die sind wunderschön verpackt. Mega süß hier. Und in Gold. Das ist nicht alles Gold, was glänzt, Leute. So, machen wir das mal auf. Bin echt gespannt, ne? Also ich habe die ewig nicht gegessen. Also früher haben die wirklich gut geschmeckt, aber egal, ob es Parfüm ist oder Lebensmittel, es kann passieren, dass sich manche Dinge reformieren. Was bedeutet das? Die Zutaten können sich ändern, sodass es halt anders schmeckt. Und das kann bei den Werthers ja auch passiert sein. Ich habe die auch mal eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen. Das bedeutet, vielleicht haben die in der Zeit die aus dem Programm genommen und reformuliert. Ich weiß es nicht. Finden wir es heraus. Riecht sehr schokoladig. Wer hätte es gedacht? Okay. Also, da könnte ich alles für verwenden, dass da damals mehr Karamell drin gewesen ist. Da ist voll wenig Karamell drin, ich will mein Geld zurück. Mann. Ey, jetzt mal ohne Kack, ne? Das schmeckt viel mehr nach Schokolade als damals. Und ich verstehe nicht, warum. Gut, die waren jetzt nicht im Kühlschrank, früher habe ich die immer in den Kühlschrank gelegt. Vielleicht habe ich deswegen so einen kolossalen Unterschied, aber ich glaube, die haben da irgendwie was geändert. Ist Karamell so teuer oder was? Müssen die sparen oder so? By the way, das originale Werthers, das heißt zwar auch Werthers Original, das ist so ein Lutschbonbon, was komplett nach Karamell schmeckt. Das ist eigentlich der Ursprung. Und da haben die irgendwann gesagt, komm, wir steigen jetzt in die Schokoladenbonbon-Industrie ein und machen diese Dinger. Und da gibt es voll viele Sorten von. Aber ich muss sagen, die sind erheblich schlechter geworden. Aber ich hatte einfach nur Pech. Also schmeckt immer noch, aber wenn ich das so mit damals vergleiche... Oh! Da war ein bisschen mehr Karamell drin. Hm? Ist das jetzt russisches Roulette oder was? Also zwei esse ich jetzt noch, mal gucken. Also schmeckt halt sehr schokoladig. Und wenn du reinbeißt, ist da so eine Karamellfüllung drin. Und die war früher extremst. Du hast nur eine Ecke abgebissen und dann kam das Karamell schon da rausgespritzt wie sonst was. Wenn du einen Rohrbruch hast im Badezimmer oder weiß das ich wo in der Küche, dann kommt das Wasser da auch rausgeschossen. Und so war es früher auch bei den Werthers. Bei den Werthers war es früher so. Jo, du hast reingebissen, Karamellflut kommt raus. Deal with it. Ich meine, du kaufst dir die Dinger sowieso nur, wenn du Karamell magst. Ich liebe Karamell. Egal, ob es im Parfüm ist. Ja, sowas gibt es. Oder, ja, in Schokolade oder sonstigen Dingen. Karamell ist toll. Super süß und super lecker. Kann man das nicht mögen. So sieht das aus.
Aber so richtig rausgeschossen kommt es nicht, ne? Es geht. Also eins kann ich euch sagen, früher waren die echt besser. Hm. Mann. Warum müssen Sachen noch immer reformuliert werden? Vielleicht sind die gar nicht reformuliert und ich träume das alles nur. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da früher viel mehr Karamell drin war. Ich habe das wohl in Erinnerung. Ist halt schon ewig her. So, letzte Werthas. Da war wieder mehr Karamell. Mann. Okay. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, mein Erinnerungsvermögen ist Quatsch. Das war wahrscheinlich schon immer so ein russisches Roulette. Ich mag das aber nicht, dass manche Bonbons weniger Karamell haben und manche nicht. Leute, ist doch nicht so schwer. Macht doch einfach ein bisschen Consistency. Oder habe ich einfach so viel Pech? Das kann doch nicht sein. Und ich bilde mir das nicht ein. In den letzten Bonbons war viel, viel mehr Karamell drinnen als in allen anderen. Das hat man nicht richtig gemerkt. Meine Zunge war umschlossen von so einem Karamellmantel. Das war ziemlich cool. Naja, die Werthas, die schmecken immer noch super gut. Das hier ist die Karamell Edition, wie gesagt. Mit Herz aus Werthas Original Karamell. Steht auf Verpackung. Und naja, wie gesagt, ich finde, manche Bonbons haben zu wenig Karamell, mehr Consistency reinbringen. Aber ansonsten schmeckt das voll gut. Wobei die komplette Karamellvariante noch viel, viel besser ist. Naja, ich gebe den Wert, dass, auch wenn sie etwas schlechter geworden sind, meiner Meinung nach, ich gebe den Wert, dass trotzdem noch eine 8 von 10. Schmecken immer noch super gut. Not gonna lie. Mal gucken, ob ich die anderen auch irgendwann erwische. Ich werde mich nochmal umschauen. Und feine Helle gibt es halt auch noch, da steht das nämlich. Feine Helle ist aber ohne Karamell. Die fand ich immer am schlechtesten. Das ist einfach nur Schokolade. Einfach nur Schokolade. Und Werthas ist dafür bekannt, dass sie mit den geilsten Karamell aller Zeiten machen. Warum machen die dann Bonbons mit nur Schokolade? Ein Ferrari ist deshalb geil, weil er diesen Status hat und super schnell ist. Stell dir mal vor, Ferrari bringt jetzt, was weiß ich, einen Touringwagen oder einen Familienwagen raus oder einen Jeep. Wäre das gut? Nein. Weil Ferrari dann die Spezialität, wo Ferrari für berühmt geworden ist, nämlich für die Schnelligkeit, für Sportwagen-Design und sowas, dann aufgegeben hätte. Und so ist bei Werthas feine Helle ja auch. Für Karamell bekannt, aber hier ist kein Karamell drin. Das ist halt komisch. Deswegen. Sind auf jeden Fall die schlechtesten. Wenn ihr was holen wollt, richtig auf Karamell steht, dann nehmt das hier, das unterste. Wenn ihr eine Mischung haben wollt aus beiden, nehmt die hier. Gut, Leute. Da haben wir, falls euch dieser Taste-Test gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und schreibt mir auch gerne eure Meinung zu dem Werthas in den Kommentar, falls ihr die kennt. Und schreibt mir auch, welches euer Favorite ist. Vielleicht mögt ihr auch gar nicht Karamell und ihr sagt, ja, aber diese Schokoladenvariante, die ist so gut. Mann, das ist hier Girl. Du musst doch die Schokolade vom Werthas auch wertschätzen. Vielleicht, vielleicht. Schreibt es gerne in den Kommentaren. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Stay awesome, eure Ciel. Ciao.